Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hermannseck. Ja, ich habe schon den Truck vorgehangen. Wir wollen Gülle grubbern. Hatte ich ja gesagt, ne? Mit diesem Geschütz kannst du das auch schön in der Innensicht machen, ne? Oh, herrlich. Endlich Gülle bollern. Richtig schicki von ihm, ne? Der Sven, die sich drauf gefreut, ne? Und der Sven, der hat einen neuen Gülle-Schacht geschickt. Da kann man Gülle kaufen. Den probieren wir nachher mal aus, ne? Aber erstmal, ich soll ja Pferdecross hin, müssen wir erstmal ein bisschen Gülle bollern. Ich habe gar kein GPS auf meinem Trecker, egal. Oh ja, nee, unbedingt. Läuft der? Ja, läuft. Man soll sich wohl gleich zu Tode quälen hier. Und solange wie er fährt, fährt er. Das ist halt ein Truck, ne? Kannst du auch nichts anderes erwarten. Muss halt nur überlegen, wie du fährst, ne? Mit dem dicken Fass dahinter. Der hat schon auf dem Weg hierhin, von hinten, vom Gülleschacht echt mächtig zu kämpfen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht so easy peasy zu fahren. Sehe natürlich gar nichts. Da hat er doch leichte Schmerzen gehabt. Nur ihm da einen Ecker reinschieben, dass wir auch so ziemlich alles wegkriegen. Dass wir nicht hinter dem Pferdegras da so viel Gemüse drin haben. So ist der Plan. Ob das alle immer klappt, das ist ja auch eine zweite Sache, aber. Da, wo wir es hinkriegen, kriegen wir es hin und wo nicht, dann nicht, ne? Muss man ja fairerweise sorgen. Ja, mit dem Fass hat er echt mächtig zu kämpfen, ne? Darfst du nicht unterschätzen. Svenny, komm, wir fahren nochmal oben eben in der Ecke. Setzen da nochmal an, dass wir da erstmal so ein einigermaßen Vorgewinde haben und dann werden wir uns vorarbeiten. Anders wird das nicht gehen. Anders wird nicht gehen. Dafür ist das hier zu steil, ne? Geht ja richtig in die Knie, aber das ist auch normal. Ist einigermaßen vernünftig hinfahren, ne? Warum glückst du schon? Bist du doof? Bist du gar nicht oben? Unten. Jetzt aber, Abfahrt. Perfekt, ne? Gar nicht so uncool. Läuft! Mit diesem Trecker kannst du echt gut Gülle fahren, ne? Weil du einfach die Übersicht hast, ne? Da ist der Truck unschlagbar. Von der Übersicht nach hinten, ne? Und du hast da nicht irgendwas im Weg sitzen oder sonst was. Perfekte Übersicht hier. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja, aller Anfang ist schwer hier mit Güllegrubbern, der jetzt mal irgendwie so einen vernünftigen Grund reinzukriegen oder was. Dass du vernünftig fahren kannst und so. Mit dem Mob ging's ja leider nicht. Müsste man Gewicht vorne dran machen, aber das, nee, das will ich nicht. Deswegen fahre ich mit diesem Schlepper. Geht genauso gut. Geht genauso gut, Leute. Wie gesagt, jetzt erstmal einen Anfang finden.
nur ein Bastard. Läuft. Rundum ist immer am schwierigsten, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Dass du da vernünftig dran bist. So ein bisschen Vorgewende hast, dass du vernünftig fahren kannst. So easy peasy hin. Ist halt auch nicht gerade so die beste Ecke. Deswegen kommt hier auch Pferdegras hin, ne? Oder kommt wieder Gras hier hin, aber halt nur Pferdegras, dass wir auch mal Pferde machen können. Läuft. Jetzt zieht so weg, ne? So, dort haben wir. Da müssten wir nachher noch mal rein. Ja, komm mal, jetzt erst machen, ne? Wenn wir da eh schon Boy sind. Hier in die Ecke hier noch wegmachen. Dann haben wir das direkt hinter uns. So, Abfahrt. Haben wir verschaltet. One ist übrigens hier. Am Berg hat er mit dem Fass echt mal Lisse, ne? Ich habe das andere Fass auch reingenommen, Flo. Wir können das mal ausprobieren. Also wenn Hus. Ich hab's auf jeden Fall drinne. Im Mod-Ordner. Und ist aktiviert. Vielleicht machen wir da eins mit Schleppschläuche. Wollen wir auch nicht immer umhängen. Wäre ja auch eine coole Sache, ne? So, das kriegen wir hin. Das läuft. Schicki funny. Oder auch nicht, ne? Er hat echt zu kämpfen, ne? Hätte ich nicht gedacht, aber er muss hier richtig kämpfen. Dass er da vernünftig hinkriegt. Dann wollen wir eben hier in die Ecke reindrücken. Dann haben wir die Ecken auch fast fertig, ne? Cool.
Hardcore-Glyphon, wa? Nichts mit aus. Ich hab dich ausgemacht, ne? Sad. Okay. Hast du öfter mal kompostieren. So, langsam hier in die Ecke reingezickelt. Ja, perfekt. Besser konnte es nicht laufen. So. Richtig easy peasy, ne? Ja, fast das leere merkst du direkt, ne? Hatte da nicht mehr so ein Spielrenzkes mit. Läuft, liebe Leute, es läuft. Richtig gut, ne? Alle im LS22 halt, ne? Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Merke ich auch direkt bei mir auf dem Kanal, habe ich schon mal gesagt, aber... Boah. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Sagt, ne? Hat echt zu kämpfen. Ist nicht so easy peasy. Aber egal. Ich finde das nicht schlimm. Soll er sich ein bisschen quälen, ey? Das macht das Spielen aus, ne? Mit Rea und so. Ist schon cool. Darf der Schlepper sich auch mal ein bisschen quälen. Außerdem ist das hier auch eine ganz schöne Steigung, ne? Darf man auch nicht unterschätzen, ne? Ist ja nicht mal so eben. Steigung mal nicht leer. Da wird das alles besser gehen, ne? Aber sind ja auch schon mal fertig hier mit Glyphon. Leider. Na, ja, Meißlern können wir auch noch Gülle drauf ballern, ne? Heißt es ernten. Ernten, ernten, ernten. Obwohl ich hier, glaube ich, selber säen muss, ne? Weiß es gar nicht, ob der das als Grasfeld anerkennt, aber sehe ich das eben fix. Habe ich überhaupt keinen Druck und gar keine Schmerzen bei, wenn ich das eben fix selber sehe. So ruckzuck gemacht. So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.